Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Erstmal vorab, unsere Uploadzeiten haben wir jetzt ein bisschen geändert, haben wir ein bisschen perfektioniert und zwar jeden Montag und Donnerstag um 18 Uhr kommt ein neues Video von uns. Montags meistens immer Education und Donnerstags lauten uns das iPhone. Entweder mir macht man Scheiß, also esst man viel oder schnell oder ein Vlog oder irgendwas anderes. Schauen wir mal. Also kommen wir zum heutigen Thema. Das heutige Thema: Stretching. Wie, wann, warum, ist es schlecht, ist es gut, soll man mir statisch dehnen, dynamisch dehnen, aber diese Erklärung gibt es der Daniel im heutigen Video. Viel Spaß! Servus Burschen und Mädels, auch von meiner Seite zum heutigen Thema Dehnen oder auch Stretching. Wie der Flo schon gesagt hat, es wird ja immer wieder kontrovers diskutiert, was jetzt die besten Methoden sind, wie man dehnen sollte. Ja, das ganze Thema ist natürlich auch nicht nur für den Kraftsport interessant, sondern auch in anderen Sportarten. Deshalb haben wir uns gedacht, schauen wir uns das Ganze mal genauer an. An dieser Stelle auch eher wissenschaftlich. Also wir gehen auf die ganzen Hintergründe ein, weshalb dieses Video höchstwahrscheinlich auch zwei Teile haben wird. Fangen wir an mit den drei Punkten, warum wir mir das Stretching eigentlich machen oder was wir mir mit dem Stretching eigentlich erreichen wollen. Zum einen oftmals eine Muskelkaterprophylaxe, also das Vorbeugen von Muskelkater oder auch das Verbessern von Muskelkater. Eine Muskelverkürzung beheben, also wenn wir Disbalancen haben, und zu guter Letzt zur Verletzungsprophylaxe. Also vor allem wichtig für Sportler, die halt wirklich ambitioniert trainieren und am Limit trainieren. Um diese drei Punkte aber jetzt abarbeiten zu können, müssen wir erstmal wissen, wie ist denn so ein Muskel überhaupt aufgebaut. Dazu mal diese Grafik hier. Also ihr könnt sehen, jeder Muskel ist unterteilt in verschiedene Muskelfaserbündel. Diese wiederum bestehen aus den einzelnen Muskelfasern. Die einzelnen Muskelfasern werden wiederum unterteilt in der Myofibrille und diese in mehrere Sarkomere. Weiter ist ein einzelnes Sarkomer unterteilt in den Filamenten Aktin, Myosin, Titin und diese befinden sich eben innerhalb oder zwischen den Z-Scheiben. Sehr wichtig, auch was Muskelkater anbelangt. Kommen wir also zum ersten Punkt auf unserer Liste, der Muskelkaterprophylaxe. Muskelkater an sich sind eigentlich Mikrotraumata in den Z-Scheiben, das heißt kleine Risse in den Z-Scheiben. Durch das Dehnen werden diese Z-Scheiben eigentlich oder wird der Muskel weiter auseinandergezogen und wir vergrößern eigentlich diese Mikrotraumata bzw. diese Risse in den Z-Scheiben. Das heißt, durch unser Dehnprogramm wird der Muskelkater eigentlich noch verschlimmert oder durch das Dehnprogramm an sich kann sogar Muskelkater produziert werden. Also Muskelkater durch Dehnen vorbeugen, ein klares Nein. Kommen wir zum zweiten Punkt auf unserer Liste, die Muskelverkürzung beheben. Das Ganze steht in Anführungsstrichen, weil der Begriff Verkürzung eigentlich falsch ist. Das hat den Grund, dass der Muskel oder die kontraktilen Elemente des Muskels eigentlich gar nicht elastisch sind. Und das Einzige, was eben elastisch ist, ist die Sehne, das kollagene Bindegewebe, also die Faszien um die Muskelfaser. Und im Muskel selber, im Sarkomer, ist eigentlich nur das Titin elastisch. Warum ist das Ganze wichtig? In Ruhezustand und im Dehnungszustand wirken diese Titinfilamente. Also wir können es hier nochmal kurz einblenden, den Aufbau eines Sarkomers. Wirken diese Filamente eine Zugkraft
auf die Z-Scheiben aus. Durch diese Zugkraft bekommt der Muskel das Signal, weil er eben nicht unterscheiden kann, ob das jetzt Zug oder Druck war, also durch eine Kontraktion oder durch die Dehnung hervorgerufen worden ist, bekommt der Muskel auch einen Hypertrophie-Reiz. Nur vermehren sich eben diese Titin-Filamente und was entsteht dadurch? Eine erhöhte Muskelspannung. Was heißt das für uns? Das heißt eigentlich, wenn wir dehnen, erhöhen wir nochmals die Ruhespannung des Muskels. Also wir verkürzen ihn in dem Sinne umso mehr. Diese Muskelverkürzung ist also demnach eigentlich eine zu hohe Ruhespannung des Muskels. Das heißt, der Muskel ist auch gegenüber einem Dehnungsreiz nicht mehr so anfällig, hat eine höhere Schwelle, die überwunden werden müsste. Dagegen kann man nur eines machen, den Antagonisten trainieren über den Vollbewegungsradius sowie den Muskel, der eben verkürzt ist, auch über den vollen Bewegungsradius, also über die volle ROM, exzentrisch zu trainieren. Das war es auch jetzt mal fürs Erste, also für den ersten Teil. Der zweite Teil, bei dem wir dann den dritten Punkt nochmal behandeln, folgt also demnächst. Ich hoffe, das war einigermaßen plausibel für euch, auch für Leute, die jetzt in dem ganzen wissenschaftlichen Jargon nicht so bewandt sind. Falls euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst uns ein Like da und bleibt dran, abonniert den Channel. Zweiter Teil kommt demnächst. Bulls out.